ganz fiktiv. Also singende Sascha, bitte. Katzen ist ja ganz wichtig. Also bist du fiktiv? Da kann Sascha, man ja bitte, jetzt, das hast du schon zweimal gesagt. Das wird indiziert, das Video. Ich soll nicht fiktiv sagen in meinem Video. Ausgedacht. Ja. Ein Parkplatz? Oder parkst du für mich? Nee. Such dir was. Ach, du führst wahrscheinlich ein. Das ist ein langes Thema. Ja. Können wir das beide... Ich park mal dann. Also ich würde auf jeden Fall gerne eine große Flasche Mineralwasser auch schon mal nehmen. Und ich hätte einen Rotwein oder so. Ich hätte auch gerne einen Rotwein. Ja. Primitivo. So, nehmen wir beide einen Primitivo. Ja, gerne. Vielen Dank. Super, haben wir schon. Ich esse eine Pizza. Das Video heißt ja auch auf eine Pizza mit Sascha. Ich esse heute aber keine Pizza. Na, aber ich. Dann passt's ja. Ja, weil ich, es geht schon wieder los. Ich habe gestern Soundcheck, sucht euch mal was zu essen aus. Ich Pizza bestellt. Gut. Heute komme ich direkt hin zu dieser Probe. Hier für die Mittagspause bestelle ich mal eine Pizza. Ich kann nicht schon wieder eine Pizza essen. Ja. Ah, läuft schon die Kamera. Ja, ja, ich nehme die ganze Zeit jetzt auf. Influencer. Influencer. Das ist alles auf Kamera. Nein, alles gut. So, mal Prost, ne? Jetzt prosten wir mal. Prost, schön, dass es klappt. Prost, ich freue mich ja schön, dass das mit dir klappt. Ja, Wahnsinn. Jetzt weißt du schon, was du willst? Ja, ich nehme die Spaghetti Aglio Olio. Man sagt ja dann oft, im Körper ist es, also die Kalorien sind egal, wann sie kommen. Mhm. Es gibt ja viele, die sagen, abends ist es schlimmer, aber ich bin ja jemand, der, also wo ich so aufpassen musste, als ich dann angefangen habe beim Gesundheitsamt, da ich morgen angefangen habe zu frühstücken. Ich frühstück eigentlich gar nicht. Das heißt, da wo ich dann mit der Bundeswehr war, da war unten so ein Café und ein Biobäcker und die hatten ja im Prinzip zu, aber zum Mitnehmen. Und da habe ich da jeden Morgen um Viertel nach acht rein in Cappuccino und mit Hafermilch und dann da ein Teilchen und also eher was Herzhaftes. Und dann gab es um 12 Uhr schon wieder Essen. Und irgendwann dachte ich, das muss aufhören. Jetzt habe ich morgens nur noch den Kaffee getrunken. Ja. Aber das war echt, das war mein Körper gar nicht gewohnt, vor allem um die Uhrzeit auf zu sein und dann auch essen. Du hattest zwischendurch, das habe ich auch bei Rock zu Hause gesehen, mal ein bisschen zugelegt und dann war es aber wieder weg. Habe ich das richtig gesehen? Ja, das war wirklich die Zeit, wo ich dann dachte, wenn ich jetzt aufhöre, dann war vor allem Rock zu Hause jede Woche und da gab es ja auch jede Woche Pizza. Ja. Und ich konnte keine Pizza mehr sehen. Also das war ganz schlimm. Oh, das ist ja toll. Oh, vielen Dank. Das war sehr nett. Wow, schön. Vielen Dank. Oh, sind Sie auch bestellt? Sollen wir schon bestellen? Ja, ich hätte gern die Pizza Nummer 14, aber ohne Sardellen bitte. Okay. Auf keinen Fall Sardellen bitte. Ich wollte Bruschetta, aber jetzt haben wir ja schon probt. Dann nehme ich nur die Reuse Spaghetti Aglio Olio, die 33. Alles klar. Danke. Vielen Dank. Dann. Ich habe einen Führerschein. Ich habe den auch hier in der Gegend gemacht. Ja, genau. Bayern und in zwei Schritten die Tankstelle ist noch Bayern und danach bist du in Hessen. Ach, das ist Bayern. Jetzt sind wir in Bayern. Aber nur 10, wirklich ohne Scheiß, 10 Schritte. Und dann gleich wie Markus Söder reden. Ja, das kannst du gleich machen. Und dann habe ich in Alzenau, wo Jana Werner geboren ist, meinen Führerschein gemacht. Ich bin zweimal durch die praktische Prüfung gefallen, zweimal. Warum? Und in der Einbahn Stoppschild war. Oh. Und ich glaube, es war sogar einmal parken. Das weiß ich aber nicht mehr. Ist das dann direkt fertig? Also wenn fertig, ich Stoppschild war fertig. Dann hinten der Prüfer, oder wer sagt das dann? Dein Fahrlehrer oder der Prüfer? Der Prüfer. Der sagt so, was sagt der dann? Sagt der das nett oder lacht? Vorher bleibt man dann, fahren Sie mal rechts ran, das war jetzt Ihre Fahrprüfung. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen zum Musicalstudium, da brauchst du kein Auto mehr. Ist nur eine Belastung. Und dann war ich sehr froh, dass ich die Autozeit hinter mir hatte und bin seitdem nie wieder gefahren. Ich bin also nie wieder gefahren seit, ich kann es dir genau sagen, 1997. Sag mir die Jahre, 25? 24. Ja, vier. Genau. Vier. Und deshalb müsste ich den Führerschein sehr, sehr sicher komplett neu machen, was ich nicht will. Willst du mal fahren, den Mann? Hast dich mal... Das ist jetzt in Covid halt scheiße. Ist halt mega scheiße. Das stimmt, ja. Und auch jetzt war ich wieder dankbar. Gut, ich hätte jetzt alles mit dem Auto gemacht, aber
Dienstag die Probe, hey, habe ich ja gedacht, okay, ich komme, fahre mit dem Zug hierher, mache die Probe, fahre mit dem ICE heim. Dann bin ich noch eine Nacht daheim. Ja, und dann war der Streik. Und meine Frau, machst du die Kamera? Nee, lass mich auch. Hallo. Nein, du kannst es laufen. Nein. Der Michi filmt alle. Du einfach die Kamera laufen. Liebe Grüße, Doris. Liebe Grüße. Jetzt kannst du tatsächlich mal, weil ich es auch immer noch nicht komplett verstanden habe, offiziell und auch gerne halb in die Kamera erzählen, warum du in der Hanauer Gegend bist. Es regnet natürlich wie Sau. Macht doch nichts. Ja, es geht mir nur um den Ton, ob man es hört. Ja. Ich bin hier, weil ich vorgestern und heute geprobt habe mit der neuen Philharmonie Frankfurt. Also ein großes Orchester. Ah ja, super. Mehr als bei den meisten Stage-Musicals. Bei allen Stage-Musicals. Also klassisches Crossover-Programm. Drei Sänger, also zwei Sänger, eine Sängerin. Und ich bin der eine Sänger. Ich helfe aus für zwei Konzerte am 5. September und am 16. Und am 5., also beide sind im Amphitheater in Hanau. Mhm. Und am 5. Ganz tolle Aktion. Hanau sagt Danke, heißt dieses Konzert. Mhm. Und der Hintergrund ist, dass man kann, glaube ich, Leute vorschlagen, die sich in der Pandemie besonders hervorgetan haben. Geil. Also Pflegekräfte, Medizin. Jeder kann die vorschlagen. Und so weiter. Ja, über eine E-Mail-Adresse. Und die werden dann auserwählt und eingeladen. Also es ist quasi ein Dankeskonzert für diese Menschen von der Stadt Hanau organisiert, unterstützt. Es soll, glaube ich, auch gestreamt werden zusätzlich. Und am 16. September ist dann quasi das Crossover-Konzert für ganz normales Publikum. Okay. Also da kann man seine Karte kaufen, lohnt sich. Also wirklich tolles Programm, ist Crossover, ist aber auch ein bisschen Klassik drin, Filmmusikstücke, tolles Orchester. Sehr cool. Im Amphitheater Hanau. Ja, ich möchte kommen, ja. Wo wir uns... Wo wir mehr als einmal zusammengearbeitet haben, beziehungsweise einmal zusammengearbeitet haben und dann uns bei einer Rolle die Klinke in die Hand gegeben haben. Habe ich heute auch da erzählt. Hast du auch erzählt? Beide den Hahn geschmückt da. Ja. Bei 40 Grad. Und einmal musste ich Vollplayback auf dich machen, auf die CD, weil ich kurz vor der Lungenentzündung stand und nicht mehr singen konnte. Und auf der CD bist ja du und nicht ich, weil ich die Rolle von dir übernommen habe. Und dann musste ich auf Sascha Krebs meinen Mund bewegen. Eigentlich Tantiemen bekommen müssen. Da muss ich nochmal an. Ja, ruf nochmal an, weiß der wen. Ist auch irgendeine Musical-Nummer dabei? Also muss ja jetzt nicht verraten, aber oder ist es eher im so weitesten Classic Sinne, Rock? Ja, im weitesten Sinne, weil ja heutzutage alles ein Musical wird. Es ist eine Nummer von Queen dabei. Ja. Endlich mal. Endlich mal. Was von Queen? Bin so aufgeregt. Wow. Oh, danke schön. Vielen Dank. Sind jetzt keine Sardellen dabei? Ich hoffe nicht. So, jetzt hier. Nach dem Wein. Ich habe zwei Wein, du hast nur einen. Ich habe ein Jäckchen angezogen. Ja. Wegen der, es wird frisch. Es wird frisch, hat ja auch geregnet. Deshalb habe ich halt auch Rotwein getrunken. Ich bin heute Morgen in Menden ins Auto gestiegen. Um kurz vor 9 und das Thermometer zeigte 10 Grad an im August. Und dann habe ich mir zwei Sachen überlegt. Die erste Überlegung war, soll ich jetzt schon die Sitzheizung anmachen? Habe mich aber entschieden, nein. Und die zweite Überlegung war, und da habe ich ja gesagt, ich trinke heute Abend Rotwein. Weil im Sommer trinke ich keinen Rotwein. Warum denn das nicht? Ich kann keinen Rotwein trinken, wenn es warm ist. Ist ja jetzt gar nicht. Ach so, ja, jetzt habe ich es verstanden. Wie gesagt, ich habe zwei Wein drin. Ja, Michi ist schon beim zweiten Glas Rotwein, wie man das vielleicht merkt. Hier ist Sascha, pass mal auf. Das wolltest du mir eh noch erzählen und ich kann ja Sachen biepen oder du zensierst oder ich schneid's raus. Aber ich habe ja mein letztes Video über Regiehirnflöze gemacht. Ja, Regie, ich hab's gesehen. Hast du es gesehen? Super, ja. Konntest du mir gleich eine Karte kaufen?
Du, ich habe tatsächlich gewartet, bis es abgespielt ist. So fair bin ich. Die ist schon fertig. Ja, es ist fertig. An dem Tag, als das Video rauskam, war die letzte Show. Hier, so ist er. So fair bin ich. Aber Regiehirnfürze, also ich habe mehrere Dinge erlebt. Als ich Geist der Weihnacht, ich kann das sagen, mich kann keiner mehr. Als ich Geist der Weihnacht gespielt habe in München, da kam der Regisseur rein und hat gesagt, ich mag keine Musicals, wir machen ein Singspiel. Und das war so ein Familienmusical. Wo es nur um Kitsch geht und nur. Und es war dann, dass wir dann nur so Geräusche die ganze Zeit. Das war ganz schlimm. Singspiel, ja. Singspiel. Also ich habe auch Regisseure mit massiven Hirnfürzen erlebt und du ja wahrscheinlich auch, gell? Ja, ich habe das auch selber erleben müssen. Ich weiß auch nicht, irgendwie manchmal kommen die auf Ideen, wo ich mir hinterher dann auch noch denke, wie kommt man denn da rauf? Also. Ich weiß, es gab auch mal so Jesus Christ Superstar eine Inszenierung. Da hieß es dann, wir spielen das aber so Mad Max-mäßig in der Endzeitstimmung. Das hat alles überhaupt keinen Sinn gemacht. Warst du Jesus oder Judas? Du bist ja immer mal beides. Ja, da war ich Jesus. Okay. Ich war auch mal Judas, da hat es nicht geklappt, dass ich mich erhänge. Dann haben sie gesagt, dann erschießt mich. Da habe ich mich erschossen. Herr habe ich auch mal gespielt. Das habe ich dir gleich erzählt. Herr habe ich auch mal gespielt. Und der Regisseur hat die super Idee gehabt. Wir versetzen es in die heutige Zeit nach Deutschland. Herr. Dann habe ich auch kurz vor Bromigen gesagt, das funktioniert ja gar nicht. Warum denn nicht? Er sagt, ja, weil es gibt ja keine Wehrpflicht. Und wenn der Claude nicht gehen will, dann sagt er einfach, ich gehe nicht. Das Stück ist ja vorbei. Dann hat der Regisseur gesagt, nee, sieht er nicht so. Es könnte sein, dass die Wehrpflicht bald wieder kommt. Ja. Dann hat Herr gerade in Deutschland gespielt, also so bei der Musterung, die hatten dann auch deutsche Uniform an, haben aber trotzdem, so wie in einem amerikanischen Film, Sir, jawohl, Sir gesagt. Wenn man das dann mitkriegt oder auch bei Proben oft so, wenn ein Regisseur dann kommt und fängt mit irgendwas an, man weiß ja eigentlich, man weiß nach 10 Minuten, das wird nichts. Das wird nichts. Und du hattest wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon her 438 Mal gespielt. Hatte ich schon gespielt, viele Gedanken gemacht und man weiß, es wird nichts. Und das ist ja immer so, also bei mir ist es zumindest so, dass ich dann immer denke, ich gebe jetzt mal einen dezenten Hinweis, ist ja nett, und sage, es wird so nichts. Das kann ich bestätigen. Du bist in Proben sehr nett. Ich merke dir an, wenn du denkst, mein Gott, was ist das für eine Scheiße. Aber du bist sehr freundlich. Ich bin immer freundlich und irgendwann bin ich resigniert. Und dann denke ich so, jetzt lasse ich den Regisseur ins offene Messer rennen. Weil dann soll er gucken, wie die Zuschauer es finden. Ja. Das habe ich auch auf den News gehört, dass dann Regisseure sagten, ja, so hat es ja bisher jeder gemacht. Wir waren zwar ganz anders. Ja. Dann denke ich jedes Mal, nee, mach's bitte nicht ganz anders. Mach's gut. Und es gibt gewisse Stücke, die sollte man dann einfach da lassen. Und Herr gehört in die 60er. Ja, und so Sätze habe ich oft gehört. Ja, ich mag ja eigentlich kein Musical. Dann denke ich mir, dann mach doch das nicht. Hast du jemals eine Show gesehen, die ganz bewusst aus dem Originalkontext rausgenommen wurde? Und was funktioniert, also wo du gesagt hättest, es hat funktioniert, das war durchdacht. Weil ich ja, also es gab ja auch schon zum Beispiel, West Side Story, also in der Neuzeit, dann spielen die irgendwie Basketball und haben Klappmesser, wo ich dachte, das macht ja heutzutage keiner. Aber gab es das mal? Das ist total spannend, dass du das fragst. Und ich versuche mich gerade konkret dran zu erinnern und ich will sagen ja, weil ich will ja auch offen sein für Neues. Aber ich komme gerade spontan auf nichts. Also ich habe viele Neuinszenierungen von Sachen gesehen, aber dass jetzt konkret das plötzlich im Weltraum spielt oder so und dass ich dann sage, hey, Weltraum ist ein geiler Ansatz. Also ich glaube, die Show, die ich seltsamerweise am meisten in meinem Leben gesehen habe, ist Cabaret. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Okay. Ich ständig irgendwie Leute hatte, die das gespielt haben. Mhm. Und ich die Show auch richtig toll finde. Aber ist einfach ist brillant geschrieben. Show. Ist ja auch sowas. Da würdest du ja jetzt auch noch sagen, das spielen wir jetzt mal 2030 auf dem Boden. Aber das geht ja da wirklich nicht, weil das ja das Grundthema ist. Aber gut, das können wir jetzt von ganz vielen Shows. Du hast schon recht. Spiel mal die Klassiker mal durch. Hair, Grease. Cats. Machen wir mit Hunden. Cats, nein, ja, okay, mit Hunden, ja. Aber Cats hat in Tecklenburg, ich habe es nicht gesehen, im Zirkus gespielt. Es waren Zirkuskatzen, es waren natürlich immer noch Katzen. Ich habe den Ansatz nicht gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es gut funktioniert hat. Aber es sind natürlich immer noch Katzen. Vielleicht muss man auch noch mal unterscheiden zwischen
ganz fiktiv. Also singende Katzen ist ja ganz fiktiv. Also bist du fiktiv? Da kann Sascha, man ja bitte, jetzt, das hast du schon zweimal gesagt. Ich bin indiziert, das Video. Ich soll nicht fiktiv sagen in meinem Video. Ausgedacht. Ja. Ausgedacht. Je nach Glaubensrichtung wird man ja sagen, die Geschichte um Jesus ist auch ausgedacht. Aber also, du weißt, was ich meine. Also gibt es eine reale oder zumindest eine Romanvorlage? Sehr gut, ja. Weil ich sag mal, wenn ich über Katzen oder wenn Starlight Express nehme, das kann ich jetzt meinetwegen auf den Mond spielen lassen. Du hast recht, ja. Genau. Aber und sowas wie Herr, Herr ist verankert in der Zeit, in genau, der er spielt. Wobei ich behaupte, Starlight ist auch verankert in den 80ern. Es wurde ja jetzt für Bochum modernisiert und plötzlich ist Me Too mit drin und es ist, also ich bin großer Fan von allem, was Diskriminierung vermeidet, ein großer Fan von Gendern und weißt du eh alles. Aber das ist nicht der richtige Ansatz für Starlight Express, aus Papa eine Mama zu machen und so. Das hat für mich das Stück total zerstört, weil es verankert ist in den 80ern. Es ist 80er Jahre Trash im besten Sinne und es funktioniert nicht modernisiert, das ist meine Meinung. Aber so wie du sagst, ist es richtig. Wir haben ja Jesus Christ Superstar in Essen zum Beispiel gespielt, erfolgreich über Jahre, im Altotheater. Und das war eine moderne Inszenierung. Und ich fand, die hatte eine Gültigkeit. Die Priester waren im Nadelstreifenanzug. Es war modern und ich fand, das hat funktioniert. Hast du das gesehen? Nein, das habe ich nicht gesehen. Ich habe vor kurzem diese Tourneeversion gesehen mit Mel C. War das Mel C? Ah ja, genau. Das fand ich ganz interessant, weil die ja total auf diese Schiene Social Media und genau. Twitter und es war so halt eher ein Popkonzert, ja, genau. Aber das fand ich dann schon wieder durchdacht, weil ich dann auch dachte, okay, die, also wie würde man denn heute sowas propagieren oder wie würde man denn Stimmung machen? Sieht man ja jeden Tag, ja. Ist in erster Linie auf den sozialen Medien. Und ich dachte, naja klar, und wenn ich die Möglichkeit habe, technisch, in so einer riesen Arena und Geld spielt kaum eine Rolle und ich habe eine riesen LED-Leinwand und ja. Ich kann es einsetzen, dann klar. Das habe ich auch mal in Bonn gemacht. Das war auch interessant, weil die einzige Anweisung des Regisseurs war die komplette Probe: lauter sprechen. Das war alles. Lauter sprechen. Und dann war einiges so gestaged, dass du halt nach hinten sprechen musstest, was ja schon mal blöd war. Ja. Und dann habe ich ihm gesagt, kein Mikroport. Doch, aber machen wir nicht an bei den Dialogs, das ist unnatürlich. Ich sagte, ja, aber lauter sprechen. Da sage ich, ja, aber mach doch das Mikro. Nein, kein Mikroport, ist unnatürlich. Lauter sprechen. Ich sagte, aber das ist doch auch unnatürlich, wenn da die Zuschauer sind und ich spreche nach hinten. So, zu dem. Nein, 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 das macht nichts. Einfach lauter sprechen. So, das war's. Das war die einzige Regieanweisung. Lauter sprechen. Versteht? Lauter sprechen. Subtext, Intention, scheißegal, Hauptsache laut. Ja, lauter sprechen. Lauter sprechen. Hier, Sascha, es wird nicht jetzt langsam so dunkel. Ja. Mach mal ein schönes, freundliches Schlusswort für Auf eine Pizza mit Sascha Krebs. Es war sehr schön, hier in deiner fast Heimat, kann man ja. Das so sagen, ja? Das ist meine Heimat, ich wohne um die Ecke. Aber ja, du probst in Hanau, das ist nicht meine Heimat. Nee, ich bin morgen schon wieder weg. Morgen fahre ich nach Bad Soden-Allendorf. Ich habe jetzt noch 3 Tage am Stück Queen Kings Konzerte. Endlich mal was mit Queen, da freue ich mich sehr drauf. Glücklicherweise, auch aufgrund des Bahnstreiks, alles mit dem Auto gefahren und dann ist es Ego, dann packt man sag einfach jetzt, mal Sachen du glaubst, ins Auto. Du darfst nicht offiziell sagen, dass du dich über den Bahnstreik freust. Witzigerweise bin ich am letzten Sonntag mit der Bahn gefahren nach Duisburg, in Mannheim pünktlich abgefahren und in Duisburg 35 Minuten zu spät angekommen. Da war noch gar kein Bahnstreik. Man aber, weiß nie, ist schon Streik oder einfach nur ein normaler Betriebsablauf. Aber ja. Und jetzt genau, jetzt bin ich heute Abend noch hier in Hanau und dann komme ich am 5. September wieder, freue mich auf das Konzert mit der neuen Philharmonie Frankfurt. Am 16. September bin ich auch hier, ich hoffe, wir sehen uns dann das kriegen auch wir wieder. Ja. Das kriegen wir hin. Genau. Vorher und bin ich noch beim Blume Peter in Mannheim, aber dazu später mehr, demnächst mehr. Und jetzt muss ich einfach echt mal Pipi machen gehen. Bitte nimm die Kamera nicht mit, schalte sie aus. Oh ja. Das mache ich. Wir haben jetzt noch einen Abend, wir zwei. Ob er schön wird, weiß ich nicht, aber wir haben noch einen Abend. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich wünsche dir viel Spaß und auch beruflich alles Gute. Danke. Wenn dir mein Video gefallen hat, lass mir doch bitte einen Daumen nach oben da, teile es mit deinen Freunden und vergiss nicht, fleißig zu kommentieren. Und damit du auch in Zukunft bloß nichts verpasst, klick die kleine Glocke oben rechts.